Hallo Leute, hier ist Sunny, das ist der Settler und ich hätte ihn fast vergessen. Es ist schon 8:30 Uhr. Das heißt nicht unbedingt spät, aber doch etwas später, als ich es sonst mache. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Ich war zum ersten Mal in einem Fitnesscenter, weil ich auch mal versuche in Form zu kommen und auch so ein bisschen im Hinblick auf ein paar Cosplays, die ich noch machen will, wäre es nicht verkehrt, wenn ich nicht mehr das kleine Moppelchen oder große Moppelchen, das ich bin. War okay, ein bisschen ungewohnt, ein paar von den Sachen, aber ich werde motiviert dabei bleiben und hoffen, dass das was wird. Okay. Ich würde sagen, als erstes mal Bericht vom NARF Festival. Das hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass ich dahin bin. Wie wir schon wissen, es war halt größtenteils Punk, allerdings waren die Gäste dafür sehr verhalten während der Konzerte, während der Einzelnen, es waren 8 Stück. Und so wirklich bewegt haben sich die wenigsten, das fand ich ein bisschen schade. Den Anfang hat so eine Hardcore-Band gemacht, die wirkten alle noch recht jung. Und der Raum, da haben halt, wenn es hochkommt, 60 Leute reingepasst, das war wirklich klein, muss man auch wirklich sagen, aber irgendwie haben die nicht so ganz zum Rest gepasst. Klar, Hardcore und Punk passt schon irgendwie, allerdings war der Rest halt eher so, halt nicht dieses total also nicht so gerotzte, sondern halt so ein bisschen das pointiertere Punk-mäßige, was ich persönlich auch mehr mag. Aber an und für sich haben die ihre Sache gut gemacht, das ist aber halt einfach nicht mein Stil. Die taten mir echt leid, weil nicht mal ihre beiden, nennen wir es mal Groupies oder die sich um das Merchandise gekümmert haben und so weiter, haben da irgendwie Stimmung gemacht. Das so scheiße waren sie jetzt echt nicht. Sonst war eine coole Lokalband dabei, es waren dann noch welche dabei, die hießen Couch Club, was erstmal auch irgendwie nach Disco und allem klingt. Die haben aber auch so Pop-Punk gemacht und die waren richtig geil. Und Abschluss haben Kampfsport gemacht und es ist die Band von wo unter anderem David Schumann als Gitarrist und Zweitsänger dabei ist. Und David Schumann hat eines der Bücher gelesen, die mich, glaube ich, jetzt schon seit mehreren Jahren ein bisschen verfolgen. Das sind Tokyo Diaries. Und ich habe, wie fast jedem in meinem Bekanntenkreis, habe ich es mal gegeben. Ich habe auch eine Buchvorstellung damals in der Berufsschule noch dazu gemacht und so weiter. Und ich fand es halt echt richtig, richtig gut. Und die Band ist cool. Also muss ich wirklich sagen, die machen richtig Stimmung und irgendwie war ich dann auch so drauf. Normalerweise bin ich halt jemand, der steht ein Stück weiter hinten, geht mit und so weiter. Wenn irgendwie ein bisschen was gemacht wird, also so, wenn die Bühne so ein bisschen was auffordert, bin ich ja meistens mit bei und sowas. Aber da bin ich echt in die erste Reihe gegangen, was tat mir leid. Und so waren es ja, vielleicht so 6, die da waren und der Rest stand echt ein bisschen weiter im Bogen um uns, war komisch. Und bei dem Konzert war halt cool, dass eins, was sonst mit einem anderen Sänger aufgenommen haben. Natürlich, Spülmaschine, jetzt warst du laut. Scheißer Ding. Das hat ein Fan angesprochen und dann haben sie gesagt, ja, komm doch einfach auf die Bühne und mach selbst. Und das hat er gemacht und das war richtig gut. Er hat auch die ganze Zeitung gesucht, er kannte alle Texte auswendig und hat so seine eigene Show gemacht. Das war eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und ich stand dann ständig neben irgendwie Bandmitgliedern aus den anderen Truppen, die ich davor hat, ja, gesehen hatte. Und das war schon irgendwie nett und ganz ehrlich, für den Preis kann ich echt nur empfehlen. Ich werde da wahrscheinlich das nächste Mal auch hingehen. Was Spiele angeht, ja, ich habe Type O weitergespielt. Ich habe die Order ein bisschen weitergespielt und ich mag die Story. Ich mag die Story echt. Die ist cool geschrieben, die ist cool gespielt von den Leuten. Das Gameplay selber ist halt größtenteils kurze Shooter-Passagen und Quicktime-Events. Und sagen wir mal, die frustrieren mich mittlerweile schon ein bisschen. Also, wie gesagt, ich verstehe halt, dass die Leute sagen, ja, für den Preis nicht. Und ich verstehe auch, wenn die Leute sagen, das Gameplay fanden sie nicht so geil oder es gab kaum welches. Ich mit einem mit, aber ich verstehe halt nicht, warum das Spiel wegen seiner Story runtergemacht wird. Das kommt nämlich auch ganz viel vor und das verstehe ich einfach nicht mal im Ansatz. Die ist wirklich gut. Ist wirklich cool gemacht.
Klar, man kann ein bisschen nach den Motivationen fragen, ja, aber insgesamt ist es trotzdem noch eines der besten. Und zudem fällt mir jetzt persönlich kein Spiel, auch auf dem PC, wenn ich mal ehrlich bin, jetzt nicht ein, das besser aussieht. Außer mit Mods. Ja, ist okay. Aber ansonsten fällt mir jetzt keins ein. Okay, wenn wir jetzt mit Crysis kommen, es kann sein, aber ich mag den Stil von Crysis halt überhaupt nicht. Und gut, ich habe jetzt nichts so wirklich auf hohen Texturen von so Spielen, die es so gibt, gesehen, aber bis jetzt ist trotzdem die Order so das Hübscheste, was ich bisher kenne. Also rein von der Grafikqualität her. Vom Stil her gefallen mir andere Sachen besser. Allein halt die ganzen Vanillaware-Geschichten, die ich jetzt auch im Stream so nach und nach zeige. Und apropos, wir waren gestern, also ich habe mit den Heroes sehr viel aufgenommen gestern. Wir haben ein bisschen was für den neuen Kanal, das Hero Bros, für den ich jetzt auch gleich Werbung machen kann. Oha, weil das wird ja ganz viele Leute erreichen. Moment. Ihr macht es, der Kanal, der heute gestartet ist, heute das erste Video hat wahrscheinlich mehr Werbung für mich. Theoretisch gesehen, also ich werde dadurch bekannter, als mein Kanal da irgendwie hilft. Scheiß doch drauf. Auf jeden Fall Comic-Kanal, Hero Bros. Ich bin dabei, wenn es ein bisschen um Anime geht, wenn es um ein paar Sachen geht im amerikanischen Bereich, die ich gelesen habe, bei den Serien oder Filmen, je nachdem, wozu ich halt komme, werde ich dir auf jeden Fall tatkräftig mithelfen, obwohl es erst nicht geplant war. Ich bin eigentlich gestern durch eine kleine Diskussion so mit reingeraten. Und nee, ist auf jeden Fall cool. Und wir haben uns im Nachhinein irgendwie über Figurinen und also so Figuren von Comicfiguren und dergleichen unterhalten und haben uns ganz viel angeguckt. Und es gibt einfach mal welche zu Odins Vier und Strength Crown. Und ach, so schlimm die Dragon's Crown-Figuren auch in manchen Punkten sind, ja, aber die sind so unfassbar gut gemacht. Ah, sie sind so schweineteuer, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mir die Elfe und die Fee beide aus Dragon's Crown holen werde, auch wenn das so um die 200 sind. Irgendwann, nicht sofort, sondern halt irgendwann. Ich hoffe, dass die nicht allzu viel teurer werden, aber die sehen so grandios aus. Wirklich, das ist unglaublich. Und dann gab es noch welche, die heißen Bombshells. Das sind ein paar DC-Girls, sag ich jetzt einfach mal, in so 60er-Jahres-Style. Nicht unbedingt halt wie die Figuren in den 60ern aussehen, sondern so auf 60er-Jahre getrimmt. Black Canary sieht einfach aus wie eine Rockabilly-Sängerin. Aber ansonsten erkennt man sie kaum, was schade ist. Und Poison Ivy hat einfach ein grandioses Bild. Es ist einfach ein grandioses Bild mit den Ranken, die so drum haken und so weiter. Sie sehen eigentlich alle ziemlich cool aus. Wobei ich da die Gesichter teilweise nicht so mag, weil es halt dieses 60er-Jahre-Werbebild-mäßige hat. Was ich nicht so cool finde. Es sei denn, es ist richtig eingesetzt, aber insgesamt ist das nicht ganz so meins. Ja, ansonsten muss ich halt ehrlich sagen, dass ich nicht so viel gespielt habe. Ich war relativ beschäftigt, hatte zwischendurch Spätdienst und habe irgendwie das Ganze verpeilt. Daher kam ich jetzt zu nicht so überragend viel. Und es kam halt noch ein bisschen anders. Ich habe aber viel in dem Text-RPG, in dem ich bei bin, Demon's School geschrieben oder versucht. Also zumindest viel gelesen, viel geschrieben, eher weniger. Aber jetzt zu den letzten Tagen bin ich da wieder ein bisschen stärker drin involviert und habe da voll Bock drauf. Ja, ich würde sagen, das reicht eigentlich auch, denn ich konnte nichts erwähnen, außer dass ich aus irgendeinem Grund immer noch Pokémon Shuffle spiele, was ich selber nicht verstehe. Okay, es ist simpler Zeitvertreib, aber ich mache es halt tatsächlich relativ oft an und es irritiert mich selber, weil eigentlich mag, finde ich, klar, als kleines Kombo spielt man zwischendurch, aber halt dadurch, dass es halt so partout verlangt, ständig zu zahlen und so weiter, habe ich eigentlich eine Abneigung gegen sowas, aber naja, vielleicht noch ein bisschen. Ich werde aber bloß mal gucken, was es noch so an Pokémon gibt, weil ich finde die Designs, diese kugelartigen, trotzdem irgendwo cool, muss ich zugeben, die haben ein bisschen was. Gut. Und während ich jetzt noch weiter den Cable Guy gucken werde mit Jim Carrey, der total merkwürdig ist, selbst für Jim Carrey-Verhältnisse, verabschiede ich mich von euch. Mit den Worten: Babylon 5 ist super und ich gucke es bald weiter. Gehabt euch wohl.
Euer Sidney.